Ja, hi Leute. Willkommen zu Part 2 von der Folge 15. An meiner Seite immer noch Nele. Hi Nele. und wir machen an einer neuen Location Fotos. Nele hat sich einen anderen Mantel angezogen. Wir haben kurz überlegt, ob wir ein bisschen mehr ändern, aber der Mantel passt auch super zu den anderen Sachen. Zum Schal, Hose passt sowieso. Wir sind wieder rumgegangen, ein bisschen geguckt, wo könnte es passen. Jetzt haben wir das hier so entdeckt. Und wir machen hier einfach ein paar Fotos. Mal gucken, was dabei rumkommt. Ich denke, die werden trotzdem ziemlich cool, weil wir so schöne Sträucher im Hintergrund haben, einfach wieder Strukturen und so. Und bei der Brennweite wähle ich erstmal 35 mm. Also wie auch in der letzten Folge. 35 mm, ganz andere Bildwirkung. Vorher in Part 1 habe ich 85 mm gehabt. Was ganz anderes. Einstellung habe ich noch gar nicht übernommen, noch gar nicht eingestellt. Ich fotografiere im manuellen Modus. Wir haben hier 250. Blende 2.8, ISO 100. Ich mache einfach mal ein Foto. Ihr seht, was dabei rauskommt, ich sehe. Und dann hangeln wir uns so langsam ans Richtige, an die richtige Belichtung dran. Okay, super, Nele. So, einmal kurz gucken. Ihr seht und ich sehe, es ist zu dunkel. Blende kann ich nicht weiter aufmachen, weil das Tamron-Objektiv 28 bis 75 mm ist. Da ist die Blende durchgehend 2.8. Deswegen gehen wir mit der ISO einfach ein bisschen hoch auf... Oh, ich mache mal erstmal 400, mal gucken. Ist gut, ein bisschen zu hell. Ich gehe runter auf 250. Ja, cool. Guck mal, ein bisschen mehr. Sehr cool. Kannst du beide, genau. So ein bisschen einkuscheln in so. Ja, super. Kannst dich gerne nochmal so mit dem Körper drehen und zu mir gucken so. Nicht zu krass drehen, so ein bisschen weniger. Ja, super. Ja, Belichtung stimmt. Deswegen manuellen Modus. Das Licht ändert sich hier nicht, wir sind im Schatten, deswegen einfach die Einstellung so lassen, mit denen ihr zufrieden seid und wenn sich was, also ab und zu auch mal hinschauen, ob sich was geändert hat, ob das nicht, dass ihr 100 Bilder macht und dann irgendwann merkt so, oh nein, das Licht hat sich ja voll geändert und ich habe 99 Bilder voll falsch gemacht. Kannst auch gerne auf den Boden gucken, geht auch immer so, ne, dieses, so ein bisschen dieses Verträumte oder so. Mehr so hier hin. Ich muss noch ein bisschen dein Gesicht los. Super. Okay, super. 35 mm, ich gehe jetzt auf 50 mm. Ein bisschen andere Bildwirkung, anderer Stil. Machen damit jetzt weiter Fotos. Guck mal zu mir, Nele. Super. Ja. Sehr schön. Ich komme näher. Super. Kannst du nochmal mit den Händen so, den Schal so, dieses... Haben wir das vorhin auch schon gemacht? Weiß ich nicht. Nee, okay, so ein bisschen genau, so ein bisschen sowas vielleicht, so ein bisschen einfach mal... Probier dich aus. Super. Kannst auch gerne nochmal woanders hingucken. So. Guck mal nach dahin, bitte. Okay, ja, hinsetzen würde ich mich hier nicht. Aber wir können gerne nochmal, dass du einfach hier näher rangehst. Und Nele kann mir auch einen Gefallen tun, weil ich nicht so groß bin, aber gerne und die Mauer auch nicht so hoch ist, musst du leider so ein bisschen, wenn es geht, dich anlehnen. So ein bisschen in die Knie vielleicht. Wenn du irgendwie sowas hier machst, so, dass du bequem bist, sitzt, aber dass man es oben dann halt auch nicht merkt, dass du irgendwie angespannt bist. Und ich versuche, von hier so ein Foto zu machen, okay? Ähm,
Ich weiß nicht. Oh. Ich weiß nicht, wie Frauen hocken. Warte. Vielleicht sowas hier? Ja. War gut? Ja, gut, okay. Ja, sehr schön. Ja, Leute, wir sind leider auch schon am Ende angekommen. Das bedeutet, wir gehen weiter, suchen uns eine neue Location, ändern noch ein bisschen was am Outfit, Nela hat noch ein bisschen was dabei und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche an einer neuen Location wieder.